Die christliche Organisation Focus on the Family hat am vergangenen Samstag ein 4D-Ultraschallbild eines ungeborenen Kindes auf einer großen Leinwand im Times Square in New York City gezeigt. Die Organisation antwortet damit auf das im Januar verabschiedete Abtreibungsgesetz des US-Bundesstaats New York, das Schwangerschaftsabbrüche legalisiert. Sollte das Leben der Frau gefährdet sein oder ist das Kind lebensunfähig, so ist der Eingriff unter dem Gesetz bis kurz vor der Geburt erlaubt. Laut Jim Daly, Geschäftsführer von Focus on the Family, soll der Ultraschall dazu dienen, Menschen zur Einsicht zu bringen, dass auch ungeborene Kinder vom Gesetz geschützt werden sollten. Nach Angaben der Veranstalter gab es 10.000 gemeldete Teilnehmer. Damit war es die bisher größte Lebensrechtsveranstaltung in New York City. Bis zu 2.000 Abtreibungsbefürworter schlossen sich zu einem Gegenprotest zusammen. Die christliche Liederdichterin und Chorleiterin Margret Birkenfeld ist am 3. Mai im Alter von 92 Jahren gestorben. Sie hat das Leben zahlreicher Kinder geprägt und vielen den christlichen Glauben nahegebracht. Am bekanntesten sind ihre Kinderlieder »Ja, Gott hat alle Kinder lieb« und »Sei ein lebendiger Fisch«. »Mir sind und waren immer Lieder wichtig, die das Evangelium klar rüberbringen«, sagte sie vor 2 Jahren der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Die gebürtige Bochumerin studierte Musik und arbeitete als Musiklehrerin. 1961 übertrug ihr Hermann Schulte die Leitung der Musikproduktion in seinem christlichen Verlag in Wetzlar. Unter ihrer Führung entstanden mehr als 600 Schallplatten. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit baute sie als Tante Margret, wie die meisten Kinder sie nannten, die Wetzlarer Kinder- und Jugendchöre auf. Vom 3. bis 5. Mai feierte der Gnadauer Posaunenbund sein 85-jähriges Bestehen und lud zum Bundesposaunenfest in Neubrandenburg ein. Unter dem Motto »Ich bin dein Gott« musizierten etwa 600 Bläser aus ganz Deutschland. Posaunen seien wichtig für die Verkündigung der biblischen Botschaft, so Helmut Friedrich, Landesposaunenwart des Verbandes Vorpommern. Die Posaunen, von Gott angeordnet, schon im 4. Buch Mose lesen wir, wie sie zu bauen sind und zu musizieren sind. Lieblich beim Gesang, Drometen beim Aufbruch. Posaunen, sie gehören vorwiegend nach draußen, nicht in Hallen und Gebäude. Denn sie schallen weit und sollen Menschen erreichen, die nicht in die Hallen und in die Gebäude kommen und erinnert werden an die Botschaft, die wir zu verkündigen haben. Die Botschaft von Gott, von Jesus Christus, der für uns auf diese Erde gekommen ist. Und da wird so manch einer erreicht von den Klängen und erinnert an das, was er vielleicht in der Jugend, in der Kindheit mal gehört hat. Und das ist unser Auftrag, zu den Menschen zu gehen.